Nadine darf davon auf gar keinen Fall was mitbekommen. Das ist sehr wichtig für mich. Freezy, baby. Ich habe den Text komplett verkackt. Ich hab Heimweh. Mein Weg aus dem Dunkel der Nacht. Im Endeffekt kam es zu dem Song, weil ich an der ETP-Challenge teilgenommen habe von Klusik und dank meiner glorreichen Qualifikation. Zum Release-Friday wünsche ich mir, Rapper sollen stumm sein. Bin ich auch in die erste Runde gekommen. Hier war es so, dass der Klusik Themen verteilt hat. In meinem Fall war es Heimweh. Und ich habe mir halt überlegt, wie kann ich das Thema Heimweh am besten in einen Song packen. Ich wollte jetzt nicht darüber rappen, wie es ist, wenn ich von zu Hause weg bin, sondern wollte viel mehr interpretieren. Die wichtigsten Menschen im Leben bilden eigentlich die Heimat, das Zuhause. Und wollte den Hörern mitgeben, einfach nochmal darüber nachzudenken, was diese Menschen für einen Wert haben und was es bedeutet, wenn die Menschen mal nicht mehr da sind. Einfach, man ist örtlich getrennt oder räumlich getrennt. Und ja, das war im Endeffekt der Punkt, an den ich gedacht habe. Und viel mehr habe ich an meine Freundin in dem Moment gedacht, weil sie mein Zuhause ist und ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens inzwischen ist. Du sitzt in Bands, raps meine Songs um die Stiepe. Hilfst mir aus all diesen Dramen, zeigst mir den Weg von der Straße. Du bist mein sicherer Hafen, wie viele waren vor dir mal da, doch keine von denen schaffte, was wir jetzt schaffen. Das war die Grundidee von dem Song. Und dann bin ich ins Studio gefahren, hab einen geilen Beat gefunden. Und dann ging es auch schon los. Ein Kollege und ich, wir waren im Studio, wir haben ein bisschen gevibed auf dem Beat, den ich ausgesucht hatte und haben dann die Hook zusammen kreiert. Und dann war klar, so, ich muss jetzt irgendwie noch einen Text natürlich schreiben, einen Part. Der ist nicht im Studio entstanden, der ist tatsächlich daheim entstanden, bei einer Flasche Moët mit der Nadine. Ich bin eigentlich überhaupt kein Sekt- oder Champagner-Typ. Sie war irgendwann müde so und hat sich auf die Couch gelegt, ist dann auch eingeschlafen und ich saß ihr quasi gegenüber. Und hab dann letztendlich diese Flasche Moët komplett alleine getrunken, mit Blick auf sie. Und dann war klar, okay, so, das Ding geht sowieso um sie. Und sie war die perfekte Inspiration für den Song. Ab einem gewissen Punkt war es nicht mehr eine Challenge, sondern es war eine Herzensangelegenheit. Und ich hoffe, das hört man in dem Song. Heimweh, bist du nicht in der Stadt, denn du bist mein Weg aus dem Dunkel der Nacht, aus dem Schatten in das Licht, Baby, ja, ich liebe dich, hit me up, oder sind die out of love? Dann ging es natürlich darum, wir müssen auch ein Video dafür drehen. Wir haben uns überlegt, wo drehen wir, was drehen wir, welche Darsteller brauchen wir für den Song, brauchen wir überhaupt Darsteller, bauen wir eine Story ein. Und ab dann war klar, ich nehme auf gar keinen Fall irgendeine professionelle Darstellerin mit. Ich nehme meine Freundin mit zum Video. Und ich weiß, du kommst zu mir nach einem Streit, doch wir beide haben keinen Streit. Ja, du bleibst. Wir haben geschaut, welcher Termin passt, wo ist es am besten. Letztendlich haben wir einen Termin gefunden. Dann kam der Anruf. Leider war der Kameramann, der Thomas, krank und musste den Termin absagen. Das hat mich natürlich arg nach hinten geworfen, weil der Terminplan sowieso schon sehr eng gestrickt war. Ich war zu dem Zeitpunkt in Prüfungsphase und war völlig eingespannt mit Lerngruppen hier und Video drehen da und auch noch den Song produzieren, fertig machen, weil wir hatten nicht nur die Abgabe für den Song, sondern wir hatten natürlich auch Abgabe für die ETP-Challenge. Ne? So, was machen wir jetzt? Wir haben es nicht mehr geschafft, unser ursprüngliches Videokonzept umzusetzen, weil da für die Zeit zu kurz war und Thomas meinte dann, ey, wie sieht's aus? Dann lass einfach ein Video ohne Story machen und lassen einfach die Kulisse für sich sprechen. Und dann kam der auf die Idee, nach Paris zu fahren. Und dann stand ich halt vor einer schwierigen Entscheidung, denn ich hatte eigentlich schon einen Plan für Paris. Da musste ich erstmal überlegen, so, was machst du jetzt? Kombinierst du vielleicht die zwei Ideen oder machst du es eben nicht? Und letztendlich habe ich mich dafür entschieden, wir fahren nach Paris. Der Dreh war nicht chaotisch, aber wir haben sehr viel improvisiert. Ich war einmal vor
etlichen Jahren mal in Paris, aber ich kannte mich auch nicht mehr aus, wo kommt man wie, wohin. Thomas hat einen Plan erstellt, mit welchem Bus wir wann, wo, zu welchem Spot fahren, mit wann wir mit der S-Bahn fahren, also Zeitplan, Örtlichkeit, der hat alles ausgecheckt. Das war wirklich richtig geil. Ich konnte mich da ein bisschen zurückfallen lassen, so. Wie gesagt, ich war ja auch in Prüfungsphase, das hat der alles übernommen und letztendlich hatte ich nur diese eine Idee, die wir umsetzen noch mussten nach dem Videodreh. Honey, sind wir out of love. Keiner meiner Wege führt an dir vorbei. Du bist mein Haus im Dorf. Bist du mal Stunden weg, fühle ich mich allein. Trage deinen Namen am Handgelenk. Selbst meine Mom denkt, du seist mir von Gott geschenkt. Du bist mein Zufluchtsort. Egal was passiert, egal was uns trennt. Damit wir natürlich sonntags pünktlich in Paris sein konnten, mussten wir sehr früh losfahren. Ich habe mich auch samstags schon um 6 Uhr oder so hingelegt. Um 2 Uhr haben wir uns getroffen, wie aus dem Nichts, es hat geschneit. Vorher war alles trocken, ich musste das Auto kratzen. Um 2 Uhr nachts sind keine Schneemobile oder wie die Mopeds da heißen, gefahren. Es war auf jeden Fall richtig Chaos. Das war auch keine Fahrt nach Paris. Wir sind mehr oder weniger, das war eine Schlittenfahrt. Autobahn, richtig Horror, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Aber wir sind heil angekommen. So, wir kommen da an, es war eisekalt. Es war wirklich unerträglich. Auf dem Plan stand, wir fangen mit der Café-Szene an. Haben auch glücklicherweise vor einem richtig schönen Café geparkt, also angehalten. Sind ausgestiegen, haben das Zeug rausgeholt, also sprich Equipment, Kamera etc. Und ich glaube, der, wie nennt man den, Ober an der Tür, der hat es direkt gecheckt. Der wusste genau, ah, der deutsches Kennzeichen, Kamera, die wollen Filme drehen. Und wie hat er gemacht? Nein. Da wussten wir direkt, okay, mit Kamera geht schon mal in dem Café nicht. Haben uns ein anderes Café gesucht. Da war eigentlich genau dasselbe. So. Letztendlich haben wir ein Café gefunden, sind das Ganze natürlich schlau angegangen. Wir haben uns erstmal hingesetzt, haben die Kameras versteckt, haben erstmal dick bestellt, haben dann währenddessen undercover random gefilmt. So sind die Szenen im Café entstanden. Bin zu Player, doch zu dir bin ich ein Mann. Sie schreiben mir täglich, trotzdem pushst du Instagram, weil du weißt, du bist mein Haus am Strand. Love Shots, du gibst mir Vibes, down sind nur wir zwei. Und ich weiß, du kommst zu mir nach einem Streit, doch wir beide haben keinen Streit, ja du bleibst. Ja, und so näher mir ans Ende des Drehs kam, umso näher kamen wir auch an meinen Plan. Der Dreh neigte sich dem Ende und normalerweise ist es so, dass man happy ist, so die Aufregung, die flacht ab, man hat alle Szenen eingefangen, die man einfangen wollte, aber bei mir war es anders. Guck mal, wenn wir jetzt überlegen, wo es angefangen hat, mit Zusammenziehen, auf einmal das Tattoo, am Ende des Jahres dann nochmal Coco. Am schönsten finde ich eigentlich, dass wir so mutig waren und uns die Namen jeweils tätowieren lassen haben. Aber nicht nur den Namen, sondern auch den Schriftzug Till Death. Und die ganzen schönen Momente, die wir jetzt in dem einen Jahr hatten, will ich natürlich weiterhin mit dir haben. Und will, wie soll ich sagen, ich will diese ganzen Momente, egal ob es Höhen oder Tiefen sind, will ich mit dir mein Leben lang haben, über unser Leben hinaus. Ich habe den Text komplett verkackt, trotzdem gehe ich heute auf die Knie und frage dich, Nadine, möchtest du meine Frau werden? Ich habe einfach den Strauß vergessen. Ja, den habe ich natürlich schon hier versteckt. Aber warte, ja. Der ist natürlich auch für dich. Ich war tatsächlich aufgeregt. Aber es kommt, wie es kommt, ne? Hol ich den raus? Holst du den raus? Oh. Du machst mich so glücklich. Ich sag dir ehrlich, es gibt selten Situationen, wo ich aufgeregt bin. Das war wirklich eine. Und weil ich wusste, dass ich deswegen verkacken werde, habe ich meine ursprüngliche Rede auch auf den Brief aufgeschrieben. Sie sind jetzt zusammen.
Ja. Hast. Ich bin voll sprachlos. Normalerweise bin ich gar nicht so. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich hab den Tosti halt so komisch verhalten und sowas. Und ich meine, wo du gerade so die Rosen hier gelegt hast, dann denk ich so. Was? Ich weiß nicht, und auf einmal, warum bist du nicht auf? Haben wir den ganzen Tag nie gemacht und sowas. Weißt du, so irgendwie dann. Ja, aber wegen abends dunkel und so. Und ein Tipp für alle Leute da draußen, für alle Männer. Für alle Männer, die ihrer Frau einen Antrag machen wollen. Und ihr nicht wisst, wo ihr den Ring verstecken sollt. Bis zu diesem Tag. Nehmt einfach eure Schuhe. Ich habe einfach den Ring schon ein halbes Jahr vorher gehabt und habe den einfach in meine Schuhe reingesteckt vorne. Das ist total lächerlich, gell? Weil ich genau wusste, da geht sie nicht dran. Da geht sie nicht dran. Und ja, das hat ein halbes Jahr lang funktioniert. Ein halbes Jahr lang habe ich einfach da diesen Ring versteckt.